So, heute ist das mal wieder gar nicht so schön wie gestern. Es ist nass, Sprühregen haben wir hier. Also, ich bin komplett nass hier. Bis gerade eben ging es eigentlich noch. Ich bin aber auch schon wieder auf dem Rückweg. So, nun wollen wir mal gucken, dass wir heute noch mal wieder ein Uncut-Video rauszaubern. Gucken wir mal, was das sein wird. Ich habe hier ein Video für TipTap gemacht. Da machen die Jungs eine TikTok-Ja-oder-Nein-Challenge. Das kommt aber demnächst erst. Ich bin jetzt gerade hier am Suchen, was ich für Winkelprofile benötige, um meine Solarplatten irgendwie hier aufs Dach zu kriegen. Gar nicht so leicht. Und jetzt mal kurz gucken, was hier als nächstes mit den Uncut-Videos kommt. Also, kleinen Moment, kurz mal hier. Also, Luca basteln und Bus- und Bahn-Experte oder so heißen die, glaube ich. Die wollten mal das Uncut-Video von Schule ist doof sehen. Ich glaube aber, zu dem Zeitpunkt habe ich noch meine Daten gar nicht gesichert. Also da muss ich mal wirklich ganz, ganz tief auf die Suche gehen. Susanne Litscher hat hier gefragt nach 24 Stunden im Bad. Ich glaube, das suche ich mir jetzt mal raus und dann gucken wir uns das mal an. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Hi. Hier sind wir alle beisammen, weil nämlich die beiden Jungs heute was vorhaben. Genau, wir machen eine 24-Stunden-Challenge und zwar im Badezimmer. Ash und ich, wir müssen uns dafür natürlich noch Sachen zusammensuchen, die wir brauchen für die 24 Stunden. Ja. Und wir sind nicht mit dabei. Nein, wir haben dabei. Das wird zu voll da hoch, weil unser Badezimmer so klein ist. Wir hatten überlegt, da mitzumachen, aber irgendwie wird es echt eng. Ja. Das machen wir Ash und ich das jedenfalls. Genau. Wir müssen jetzt Sachen zusammensuchen, was wir denn so mitnehmen. Was denkst du, brauchen wir? Also Essen. In die Tasche, unsere Reisetasche. Genau, Reise. Wir müssen uns klein fassen. Ich glaube, die ist vielleicht sogar zu groß. Warum? Da ist nicht viel Platz. Also ich würde sagen, ihr braucht erstmal was. Also wir brauchen Essen, Trinken. Also ein Fußball, ihr könnt ja, also wir beide frühstücken ja gleich hier alleine. Genau. Ja. Ihr seid ja im Bad. Ja. Nur im Bad, in der Badewanne, ne? Ihr dürft auch aussteigen. Ja, ja weil klar. Weil das heißt, ihr habt keinen Platz. Für die Tasche habt ihr Platz, könnt ihr auf dem Boden auf Fußball abstellen. Sonst stellen wir es auf deine Sachen darauf. Ja, packt euch meine Deko. Packt euch was zum Frühstücken ein. Ja, wir frühstücken gleich. Wir frühstücken auch gleich. Ja. Wir gehen erstmal los und uns ein paar Brötchen gleich, ne? Genau. Das ist so unfair. Also, packt euch was zu essen. Was wollen wir denn frühstücken? Oder lass noch. Wir können uns ja Milch mitnehmen. Ja. Ihr habt ja ein bisschen Schwarzbrot. Schwarzbrot oder? Oder wollt ihr Würstchen? Das ist Graubrot, das geht. Erstens können wir Müsli zum Frühstück nehmen. Ja, gute Idee. Wollt ihr Müsli essen? Schoko? Ja, nehmen wir ein bisschen Müsli mit. Schoko, wie ein bisschen. Also so ganz? Oder eine Schüssel? Wir nehmen Schüsseln, glaube ich. Weil und Tupperschale und zwei Schüsseln. Ja, Tupperschale ist ganz gut, weil wenn wir alles mitnehmen, dann haben wir nachher viel zu viel. Ja, ja, das stimmt. Wollen wir für die Nacht vielleicht noch ein paar Knicklichter so mitnehmen? Ja, können wir machen. Pack mal ein, sag mal. Ach, okay. Und wir klammern mal da noch mehr, was dann euch langweilig wäre. Ja, wenn euch langweilig ist, genau. Also könnt ihr könnt TikTok-Bomben spielen. Ja, genau. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch hier mitnehmen, weil 24 Stunden ist lang. Ich glaube, da werden wir morgen richtige Profis in dem Spiel sein. Ich glaube das auch. Hier, ich hoffe mal meine gesunden Hirsebälle. Was? Hirsebällchen. Und wo sind meine Dinkelwaffeln? Was für Dinkelwaffeln? Wir müssen bisschen versorgen hier. Versandstein? Ja, ja, kann nicht schaden. Das ist die beste Nahrungsmittel. Ja, klar. Ihr braucht dann nur hier noch ein paar Waffeln. Oh ja, ein paar Waffeln. Okay, nicht, dass wir dann nachher rausrollen. Ihr habt ja noch was zu trinken. Wir trinken? Ja, lass mal Seltern auch mitnehmen. Wir nehmen auch Seltern mit. Nee. Von der Challenge. Trink-Challenge. Genau. Die Zelda. Hier, ein bisschen Energie unterwegs. Kein Marshmallow. Kann nicht schaden. Ich glaube, wir nehmen noch mehr Zelda mit, oder Ash? Ja, also ihr müsst zwei Flaschen mitnehmen, auch eure Zähne putzen, ne? Weil ihr seht das mal. Ja, ist ja sowieso das Badezimmer. Das ist alles Wichtige für das Fertigmachen ja drin. Ja, das stimmt. So, guck mal, ich habe hier noch ein bisschen Gru für euch. Oh ja, cool. Und Minions. Genau. Okay. Rein. Und natürlich noch ein bisschen Energy. Energy? Okay. Das ist kein Energy. Energie ist auch drin, natürlich. Achso, du weißt, was da drin ist. Das ist doch einfach nur so ein. Das ist doch nur so ein Fruchtding. Energy. So, ja. Habt ihr alles? Nee. Kommt ihr damit über den Tag? Ja, warte, wir brauchen noch was ordentliches zu essen. So Brot Frühstück oder so. Morgen früh noch. Haben wir Brot schon drin? Brot habt ihr drin, Würstchen habt ihr drin. Brot, Würstchen sind drin, hab ich gar nicht gesehen. Nehmen wir mal einen Apfel mit. Apfel? Zwei Äpfel könnt ihr mitnehmen. Da sind sogar noch zwei da. Oder Birnen? Birnen? Was? Äpfel reichen. Oder Birnen? Okay, was noch? Irgendwas Wichtiges vergessen? Trinken noch eine zweite Flasche wollen wir nehmen. Ach, hier sogar kleine Flaschen. Guck mal. Ja, kleine Flaschen kann auch nicht schaden. Obwohl, jetzt haben wir noch ein paar Dosen. Ein paar Smarties für zwischendurch. Ein paar Smarties. Obwohl, wir haben noch die ganze Marshmallows. Ja.
und so. Ja, die sind auch schnell weg, ihr seid den ganzen Tag unterwegs. Ja, okay, stimmt. Im Badezimmer. So. Unterwegs. Ach, hier sind noch zwei, die kriegt ihr auch noch mit. Also die Tasche fühlt sich echt extrem gut. Das ist mega viel. Machen wir das? Das sollte reichen. Ja. Zur Not rufen wir einfach. Zur Not rufen wir euch ganz laut. Genau. Wir sind aber gleich nicht mehr da, weil wir uns Brötchen wollen. Ja, mach später. Oder so. Wir gehen noch ein bisschen spazieren. Es sollte erstmal reichen. Also, für die Zeit, wenn ihr eingesperrt seid. Also, wir sind natürlich nicht in echt eingesperrt, aber für die Zeit, in der ihr im Badezimmer seid, habt ihr jetzt relativ was zu essen da, genau, was zu trinken. Für Unterhaltung und hier auf dem Handy könnt ihr mitnehmen. Das habe ich auch, denke ich, da. Genau, wofür brauchen wir denn die anderen Sachen? Ich meine, ein Handy muss dabei sein. Handy, ohne Handy geht nichts. Ohne Handy wird das nichts. Ja, nimmt ja. Handy geht nichts. Ja, ich weiß. Was mit Kaugummis? Wollt ihr Kaugummis? Kaugummis, nein. Dann müssen wir aber nochmal gleich... Oh, Kaugummi! Okay, doch, Kaugummi. Er ist komm. Und dann müssen wir nur noch Decken und Kissen, ne? Decken und Kissen. Ach ja, wo schläft man denn da? In der Badewanne. Ich schlafe auf dem Boden. Auf dem Boden? Obwohl er steht auf dem Boden, das ist erst am kleinsten. Ja, er kann auch seine Kissen mit reinnehmen. Ja. Dann wollen wir uns das Klo schieben oder was? So, hier ist meine Tasche. Oh Gott, dann können wir jetzt damit nochmal nach oben gehen. Ich kann ja in der Badewanne schlafen. Oh. In der Badewanne? Ja. Da schlafe ich. Und er auf dir drauf dann. Was? Auf deinem Kopf. Er kann auf dem Boden, da ist genug Platz für ihn. Auf dem Boden nicht. Ihr könnt ja auch einer links, einer rechts in der Badewanne gehen. Ja, und dann Beine irgendwie schön so an der Seite. Ich passe allein nicht ganz rein. Also, ein bisschen die Beine also eine muss dann, ne, ich weiß, ihr wechselt euch ab, eine Stunde wird, schläft der eine. Eine Stunde? Genau, der andere. Dann werkt ihr euch gegenseitig. Ja, oder wie das der nächste ist, dann alle vier Stunden. Der andere muss im Sitzen schlafen dann vielleicht. Der eine sitzt auf dem Klo und spielt Handy und der andere. Genau. So, dann mal los, hoch mit euch. Geh mal hoch. Boah, das ist ja auch nicht schwer. Bis dann morgen. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, erstmal hoch. So, so, so. Nicht da rein. Wir gehen hier rein. Ach ja. Einmal ins Badezimmer. Dein Handy liegt hier einfach mal schon. Ja, mein Handy habe ich schon laden gelegt eben. Aber hier darf kein Stück Wasser reinkommen. Nee, Wasser, wenn du da Wasser anmachst, ne? Mach's ey, nicht. Das Handy ist Schrott. Nee, das Handy, ja, meins nicht, aber. Du machst da garantiert kein Wasser rein, ne? Ey, hier ist es auch. Wenn du da Wasser reinmachst, dann schläfst du da drin. Die ganze Zeit. Ja? Ja. Gut. Hier ist noch Wasser drin. Yeah. Geht. Handtuch. Mal raus, ja. Hier sind noch mal ein paar Kissen. Die müssen auch noch mal ins Badezimmer. Ey, wie schmeißt du die Bettdecke hier hin? Oh, war nicht mit Absicht. Was für eine Bettdecke? Bettdecke brauchen wir doch. So, das kommt dann da rein. Eine reicht für euch beide. So, ne? Ich glaube, viel mehr Platz ist da. Oh nee, nimm mal zwei, falls einer auf dem Boden schläft. Ist denn, Alter, der nicht in der Badewanne liegt. Ja, genau, für den Boden. Diesen Korb werde ich mal rausnehmen. Den brauchen wir. Ja, gut. Gut, dass du den Weg versperrst. Achso, dann kurz mal raus. Eigentlich könnten wir eigentlich auch mit reingehen, ne? Oh, schon, ich krieg da Platz. Ist bestimmt Angst. Gemütlich da drin. Ja. Wir können euch immer zwischendurch mal Besuch abstatten. Genau. So, wir überlegen, wie die jetzt hin. Dieser Kissen gegen die Tür als Lehne und die anderen auf den Fuß. Dieser Kissen wird auch. Das kommt auch weg. Jo. Okay. Ich bin in der Badewanne. Nee, da bin ich. Nee. Der Größte kommt da rein. Nein. Doch, doch, der Größte kommt in die Badewanne. Nein, nein. Okay, du hast recht, also geh nur mal in die Badewanne. Ja, ich glaube, das wäre sonst ein bisschen zu eng hier. Da muss ich jetzt damit aufpassen, dass ich das Wasser nicht anmache. Ja. Das ist ja nass. Pass auf, das hier ist eine Rückenlehne, die kommt hier gegen die Tür und hier drauf kannst du dich setzen. Das kann ja was werden hier drin. So, und dann hast du hier noch den großen Wettatlas. Wettatlas, hast du was zu tun. So, Männer. Tür zu, aber Decken, die Decken sind hier noch. Ach, Decken, die Decken. Bett fehlt ja noch komplett. Ich hab noch ein Kissen. So in der Badewanne. Ja. Weißt du was, die bringen wir euch noch her. Ja gut, okay. Bis wir erstmal jetzt kriegen Kissen. Decken. Trotzdem. Kissen. Ein Kissen? Weil ich glaube, wenn ich mich hier so in die Badewanne reinlege. Ich möchte eine Decke. Dann. Oh, sogar eine Decke. Mensch. Ist das gemütlich? So, jetzt ich brauche auch eine Decke und ein Kissen. Wenn ich mich jetzt hier hinlege, oh Gott, das ist ungewohnt, ohne Wasser in der Badewanne zu liegen, glaube ich. Ja, das auch. Jetzt, wenn ich mich jetzt hier so hinlege. Auch ungewohnt ein bisschen. Und ihr könnt jetzt zwischendurch mal ein bisschen trainieren, ne, damit die Muskeln nicht so abschlafen. Was für trainieren? Ich schlafe jetzt hier 24 Stunden. Boah, wenn ich hier liege, ich passe hier nicht mal ganz rein. So, gib mal die Kamera her. Stimmt, bitte groß. So, erst hier. Dann mit der Kamera. Also, so sieht's jetzt aus hier. Was für ein Nachtlager hier. So, das kann man du siehst aus, als wenn du es 24 Stunden hier locker aushältst. Und du das wird auch was. Wirst wahrscheinlich auch nicht spielen hier.
So, Kamera wieder zurück. Mein Handy lädt übrigens gerade noch schon. Ja, bitte schön. Einmal die Kamera. So. Viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Jetzt sind wir 24 Stunden hier drin. War davon bis wann? Bis wann? 24 Stunden? Ab jetzt, ne? Ja, ab jetzt. Wie spät haben wir es hier? Halb acht. Oh Gott. Bis gleich halb acht. Das heißt bis halb acht. Oh Gott. So, wir gehen dann mal Brötchen holen. Jetzt haben wir noch einen ganzen Tag vor uns, Ash. Ja. Viel Spaß. Tschüss. Bis dann. Ciao. Was machen wir jetzt als erstes? Boah, das halt jetzt hier die ganze Zeit so lass komisch. Mal, lass mal so eine Kriegslichter anmachen. Doch nicht jetzt, es ist morgens. Lass es mal abends machen. Alter. Obwohl, wir sehen ja sowieso nicht, ob es dunkel oder nicht hell, oder hell draußen ist. Ja, also ein... Aber wir schlafen jetzt einfach weiter, ich bin müde. Nee, das geht ja eigentlich... Es ist halb acht morgens. Egal. Nimm einfach mal ein Kriegslicht an. Das heißt, aber wir gehen heute früh schlafen, ja? Schlafen. Oh, jetzt habe ich sogar eine Decke... Oh, die passt in meinem Pulli. Lass mal frühstücken gleich. Wir haben keine Milch. Oder haben wir doch Milch? Haben wir Milch? Hey Männer, bin gerade hier noch vorbeigegangen. Ich höre hier Milchmangel. Ich habe keine Milch eingepackt. Doch, habe ich aber eingepackt. Echt? Ja. Mama, denke ich. Oh Gott. Boah, ich dachte gerade. Ja, viel Spaß mit Brötchen holen. Was ist die so, Ash, wollen wir vielleicht gleich mal frühstücken? Warte, erstmal gucken wir mal, wie es jetzt hier aussieht. So, Ash hat sich hier unten... Das ist so ungemütlich, ernsthaft jetzt. Mach das doch so, dass du die Beine hier hin machst. Mach das, guck mal. Die ganze Zeit ein. Mach doch das Kissen weiter nach hier. Genau, und noch weiter. Weiter. So, damit du weißt, wie du hier nachher zu liegen hast. Nee, die brauchst du gleich drauf machen. Guck mal, die kannst du hier runternehmen. Die nimmst du hier neben die Badewanne. Direkt daneben. So, genau so macht man das. Sie kann doch nicht schlafen. Doch, das kriegst du hin. Ein bisschen weiter. Denkst du, ich kann hier drin schlafen? Oh. Weiß gar nicht. Also, ich glaube, bewegen können wir uns hier nicht allzu viel drin. Das wird vielleicht... Ja, okay. Wie ihr seht, das ist nicht allzu groß hier. Frühstück. Obwohl, wenn ich hier nachher so schlafe, kann ich also die Füße so ganz entspannt hier rauflegen. Das ist ja knickt alles. Ich mache das zwar alles kaputt, aber es ist egal nachher. Okay, jetzt gibt es allererstes Frühstück. Natürlich das erste am Tag. Ob ich Hunger habe? Ja. Ja, schon. Ich habe noch nichts gegessen heute. Du? Ich habe gefühlt keinen Hunger. Gefühlt. Aber, oh Gott, müde bin ich schon. Also, ich bin eigentlich immer noch müde. Wir sind eben erst aufgestanden. Ja. Eigentlich kann man schon nochmal schlafen, oder? Damit wir auch den ganzen Tag hier durchhalten. Auf jeden Fall, jetzt gibt es erstmal was zum Frühstück. Also wir haben uns das Müsli eingepackt, Milch haben wir auch dabei, Schüsseln. Können wir sogar direkt abwaschen hier. Haben wir ein Waschbecken und Handtücher sind auch da. Das Coole ist an dem Badezimmer, was eigentlich alles Wichtige dabei ist. Wir haben Zahnbürste, Zahnpasta und so. Theoretisch könnten wir uns auch duschen, aber dann müssen wir halt wieder alles abdrücken. Aber es geht eigentlich alles. Alles, was wir machen müssen, kann man. Man kann sogar aufs Klo gehen. Okay, egal. Jetzt gibt's Frühstück. Ist ja auch warm hier? Ja. Und das Ding ist, hier drin ist ja nicht mal eine Heizung, mir ist trotzdem warm. Kannst du trinken? Egal. Willst du was trinken? Oh, nee. Also, warum ist unser Müsli? Hier. Wo ist das Müsli? Muss doch hier irgendwo drin sein. Haben wir das hier nicht reingepackt? Doch. Hm? Da, nee. Hä? Machen wir nicht, wie das jetzt eingepackt? Also Milch haben wir hier. Guck mal, nehmen wir raus, packen weg, packen hier ins Waschbecken. Das Waschbecken ist da. Da trocknet erst mal. Hier nichts kaputt machen. So, leg ich auch mal weg kurz. Hat sie uns noch kein Müsli hier reingepackt? Egal. Okay, da gibt's doch kein Müsli zum Frühstück. Das mag ich nicht. Smarties mit Milch? Lass mal eher Kekse nehmen und die mit Milch essen. Ja, stimmt, lass mal. Wir haben auch hier Butterkekse oder was sind das? Leibniz-Kekse. Das kann man auch immer mal wieder gut mit Milch essen. Okay, machen wir das halt so. Kurze Planänderung, doch kein Müsli. Ey, es ist echt warm hier drin. Puh. Aber wir müssen zwischendurch, glaube ich, mal die Tür aufmachen und ein bisschen lüften hier. Oh, Vorsicht, nicht, dass es so runterfällt. Also, mein Schlafplatz sieht doch sehr gemütlich aus, muss ich echt sagen. Okay, da haben wir alles. Dann gibt es jetzt Frühstück. Wir füllen uns einmal kurz alles auf. Gut, schenken wir mal die Milch ein. Jo. So, ich hoffe, das reicht erstmal. So, ein bisschen Milch. Gut. Toll. Jetzt gibt's Kekse. Zum Frühstück. Ja. Wie man Kekse mit Milch isst. Ja, perfekt. Genau. Und ein Löffel. Okay, Löffel. Ja. Dankeschön. Und guten Appetit. Was für ein Frühstück. Okay, falls wir nachher noch Hunger haben, dann essen wir noch mehr.
Oh, Ash. Nein, was hast du gemacht? Mist. Direkt gekleckert. Also Ersatzklamotten habe ich nicht mit. Oh, Mann. Und das gleich schon am Start. Oh. Könnte es nicht am Ende passieren, wenn wir schon raus können? Jetzt doch, wenn du immer weiter so machst. Das hast du gut gemacht, auf jeden Fall. Mit nasser Hose ist nicht so cool. Oh, nö. Der ganze Boden. Dann muss das jetzt wohl erstmal trocken gemacht werden, ne? Kriegst du hin? Ja. Super. Zum Glück sind wir im Badezimmer Handtücher. Sind da. Kannst du alles nehmen. Ja. Wir sind jetzt fertig mit Essen und ja, hat ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall oben alles. Ja, ich glaube, relativ. Hast du auch gegessen? Jetzt 20 von 9. Ja, ja, stimmt. Der Tag ist langsam rum. Okay, es dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt so ein paar Spiele ja eingepackt. Wollen wir mal Tick-Tack-Boom? Boom? Ja. Wie ist das? Tick-Tack-Boom. Das werden wir jetzt mal kurz spielen, ein paar Runden. Ich denke mal, das zeigen wir auch, euch auch noch mal ein bisschen, wie wir das spielen. Mal gucken, wie das so wird. So, Ash. Tick-Tack-Boom. Kannst du das halten? Ash nimmt jetzt erstmal noch ein Kaugummi. Ja. Aber wir müssen gleich noch Zähne putzen nach dem Frühstück. Und dann nehmen wir erst Kaugummi und putzen wir halt nachher. Haben wir einen Mülleimer, ne? Ja, da unten haben wir auch einen Mülleimer. Das ist ziemlich praktisch. So. Und weg. Gut, dann spielen wir jetzt Zicker kommen. Packen wir es mal aus. Und hier haben wir die Bombe. Halt mal. Vielleicht müssen wir da hinsetzen. Ja, setz sie einfach auf. Gut, dann haben wir jetzt hier ein paar Karten. Zum Beispiel beim Friseur. Oder was gibt es hier noch für Karten? Im Garten. Und da muss man jetzt Begriffe sagen, die damit zu tun haben. Und währenddessen muss halt der, also die Person, die die Bombe hat, muss einen Begriff sagen. Wenn die Person dann den Begriff gesagt hat, kann er die Bombe zu mir schmeißen. Und hin und her und hin und her, bis dann die Bombe explodiert. Und wo die explodiert? Die hat verloren. Richtig, die Person hat dann verloren. Also bin ich gespannt, wer gewinnen wird. Ich würde sagen, jetzt packen wir mal die ersten beiden Karten weiter nach hinten, weil die haben wir jetzt ja schon gesehen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. So, gut, da haben wir jetzt die Kamera. Warte, geht das so? Oh Gott. Wir hatten schon heute mal eine Schleife da reingemacht. Auf jeden Fall. Was hast du gemacht? Ach, eine Schleife. Okay. Unser Thema ist jetzt im Meer. In the sea. Okay, Ash. Warte. Bombe an. Und los geht's. Ja, wir machen die an. Gut. Fische. Algen. Seehund. Was gibt's denn noch? Taucher oder Seestern oder stimmt. Korallen. Es gibt doch ziemlich viele, aber Ash, damit hättest du die erste Runde gewonnen. Mal gucken, wer da drei gewonnen. Runden. Verloren war nicht. Yes. Ja, danke, dass ich gewonnen habe. Ich bin auch müde, okay? So, noch eine Runde. Nächster Begriff ist. Ah, ne, das hatten wir schon. Was ist das jetzt? Ach so, falsch rum. Gut. Das sind die, die wir schon hatten. Der nächste Begriff ist. In einem Schloss. Und los geht's. Ein Diener. Was? Ein Diener. Diener. Burghof. Kronleuchter. Krone. Krone? Hä, klar, Krone. Gehört dazu. Stimmt. In einem Schloss. Also Ash, zwei Runden auch verloren. Oh. Okay, nächstes Thema. Mach schon mal an. An. Thema lautet. Beim Arzt. Spritze. Krankheit. Abhörgerät, wo du das heißt, Mann? Messen. Was messen? Ja, sie selbst messen. Medikamente. Waage. Arzt. Der Arzt. Krankenhaus. Arztstuhl. Was? Doktor. Schrank. Ja, wahrscheinlich Schrank. Sitzplatz. Also die Begriffe am Ende wurden, glaube ich, immer weniger zum Thema Arzt, aber ich würde sagen 3-0. Oh, oh, oh. Okay, mal gucken, was wir jetzt so machen. Wir werden jetzt auch noch mal ein paar Runden weiterspielen. Oh ja, mal gucken, wer am Ende gewinnen wird. Warte, nein. Und jetzt werden wir noch mal ein bisschen weiterspielen. Mal gucken, was so bei rauskommt. Das nächste Thema wäre... Das nächste Thema, okay, wir machen einfach mal ein paar Themen durch und dann mal schauen, wie spät es dann ist. Hausapotheke. Hausapotheke? Fällt mir Hausapotheke, ja, gibt es einiges.
Jetzt zur Info, ist gleich 10 vor 9 etwa und, oh Gott, mir ist voll warm, lass mal kurz lüften. Oder? Mhm. Oder ich ziehe den Pulli einfach raus, das macht das Ganze vielleicht leichter, aber wer spielt es immer weiter? Eine kalte Dusche. Eine kalte Dusche? Nee, jetzt nicht. Ja, ich kann es mir mal Handy kurz geben. Ja. Das lädt da, glaube ich, noch. Sollte eigentlich mittlerweile relativ voll sein, glaube ich. Ja, passt. 96. Ja, komm, das reicht, das passt. Dankeschön, okay, jetzt. Ich auch das Handy von meiner Mutter. Jetzt wird ein bisschen Handy gespielt. Und. Haben wir ein paar Salzstangen essen? Ja, ne? Können wir ein paar Salzstangen. Wir schauen nochmal rein, was wir jetzt alles so mit haben. Lass mal was. Wir können auch mal wieder was trinken, glaube ich, oder? Ja. Oh, lass mal die Dinger trinken. Hier. Ja, hier, Yoda für dich. Oh, Yoda. Und oh, was haben wir noch? Hier. Dann, Han Solo. Okay. Oh, er trinkt schon. Oh Gott. An die Dinger habe ich keine gute Erinnerung. Ich auch nicht. Ich habe die noch ganz böse im Kopf. Richtig ja, böse. Aber ja. Und? Schmeckt gut? Super. Gut. Oh, jetzt riecht das hier so danach. Oh, nö. Ich habe noch PewDiePie Tour Simulator noch drauf. PewDiePie, oh. Da können wir gleich ein bisschen Handy spielen. Hast du es auch drauf? Mhm. Lade es uns runter, Gott. Das dauert nicht lange. Das dauert höchstens 20 Sekunden. Also Getränke haben wir hier ausreichend für heute. Okay. Salzstangen vielleicht? Salzstangen oder Marshmallow? Wir nehmen Salzstangen. Ja. Oh, und wir haben Cabanossi-Würstchen. Und haben wir hier die, Emma. Und Waffeln haben wir ja auch noch. Also das können wir eigentlich alles mal so essen. Das ist, glaube ich, alles so ein bisschen sättigend. Halt also nicht so krass sättigend, aber schon mal etwas jedenfalls. Oh, ich kann gar nicht schaden. So, erstmal mal. So, essen wir mal ein paar. Echt sehr gute Ernährung hier teilweise. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Handy gespielt. PewDiePie's Tour Simulator, oder? PewDiePie's Tour Simulator. Das hatte ich tatsächlich mal gespielt. Aber weißt du, was lustig ist? Hm? Mario Run. Super Mario Run. Kennst du? Hab ich gelöscht. Keine Hast du gelöscht? Das habe ich öfter mal gespielt. Ist aber lustig. Weil ich keine Rallye-Tickets mache. Ja. Und so. Ach so. Aber man muss sagen, es ist echt sehr zeitvertreibend, wenn man Handyspiele spielt. Das ist lustig. So, kann ich da gleich mal ein bisschen was spielen. Nice. Und ein bisschen die Zeit vertreiben, damit wir auch die 24 Stunden auch irgendwie rumbekommen hier, ne? Und währenddessen essen wir noch mal ein bisschen. Damit wir auch satt sind. Ja. Matt. Ja. Ich glaube, ich muss mal auf Klo. Hm? Klo. Kannst du nicht erwarten? Hm. 12 Stunden? Das schaffst du. Hm. Doch, du schaffst das. Nee, ich muss jetzt. Nein. Doch. Nein, doch nicht jetzt. Doch. Was? Nein, nicht jetzt. Du musst doch die ganze Zeit den Gestank ertragen. Hättest du dich wirklich warten können? Nein. Du hättest. Oh, so. Ich versteck mich jetzt hier unter meiner Kapuze, da muss ich jetzt nicht riechen. Gibt's hier drin Deo? Vielleicht? Weiß nicht. Ein bisschen Deo kann, glaube ich, nicht schaden hier. Doch, hier. Oh. Warte. Das okay. War Spray. Weiß ich. Lass das. Ey, ey, ey. Die müssen doch schon noch atmen können, ne? Jetzt riecht er. Und kriegst du Luft hier drin? Muss ich den Waffen Nein. Doch. Nein, du musst. Dieser ganze so. Haarspray-Geruch. Willst du mich hier komplett veräppeln? Ich glaube, die Milch ist nicht so gut, die war verschimmelt. Die war nicht verschimmelt. Du hast auch anderes Schlechtes gegessen. Wie sollen wir jetzt hier noch weitermachen? Wir müssen doch hier noch voll lange drin bleiben. It's a prank. So, oh, fertig. So, jetzt zuspielen.
Was soll ich jetzt machen? Hände waschen. Ja. Und weißt du was? Ich glaube, ich muss auch mal. Ja, ich meine, jetzt hast du auch schon. Ja, und dann geh. Ups. Willst du auch nochmal Haarspray haben? Nein. Nicht? Vielleicht. Ja, okay. Noch bin ich auch nicht fertig. Ich hab's wieder was. Abtrinken. Trinken wir ordentlich. Ups. Also das ist nicht ein Pool. So, fertig. Ach, so, und jetzt kann es hier weitergehen. Was machst du da? Liegen. Oh, den Gestank. Oh. Wollen wir jetzt mal das Spiel spielen? Welches? Dazu? Ja. So, hier gibt es jetzt die einmal Karten, das kennt ihr bestimmt, haben wir schon mal gespielt auf TikTok-Tube. Genau. So, dann werdet ihr auch gleich was Cooles sehen. So, nehmen wir das hier mal mit. Okay, Ash. Zieh du die erste Karte. Warte. Jo. So. Und du darfst jetzt. Ah, oh, Richtungswechsel. Du musst. Okay, dann bin ich dran. Ich ziehe hier eine 3, das heißt, ich darf dreimal drücken. 3. Ash. 5. 5 mal drücken. Das sind 5 gewesen. Hält auf jeden Fall sehr gut. Ich habe 3. Oh ne. Oh, es wird eng. 5. 2. 2. Nein. Nein. Bitte jetzt Richtungswechsel. Bitte nein. Richtungswechsel. Gar nicht. Oh, Ash, oh, Richtungswechsel, Ash. Richtungswechsel, Richtungswechsel. Oh, nein, nein. 4. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Du warst doch gerade schon auf Klo. Oh, stimmt, ich war ja eben auf Klo. Neue Runde. Neue Runde, Glück. Genau. Und das spielen wir jetzt auch nochmal ein bisschen weiter. Jo. Oh Gott. Dann spielen wir mal. Wir sind jetzt gerade auch schon dabei, Abendbrot zu essen. Mhm. Also ein paar Waffeln sind schon weg. Ein paar Karamellos ist auch. Er ist ja auch gerade noch. Ich habe auch noch ein bisschen was im Mund. Oh Gott. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt eben ein bisschen Handy gespielt. Noch wir auch gerade eben. Was haben wir als letztes gezeigt eigentlich? Wie gezeigt, wie wir dieses, wo ist das Spiel? Hier. Wie wir das gespielt haben, glaube ich. Dabei kann man sich hier nochmal die Zeitstange nehmen. Ja. Mhm. Habe auch ein bisschen YouTube geguckt. Geht da hier zum Glück mit dem Handy. Er stellt auch sein Handy, beziehungsweise das Handy von unserer Mutter. Mhm. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Die Zeit ist relativ schnell vergangen. So mit YouTube und so, mit Handy. Aber es ist einfach immer noch so viel. Aber jetzt gibt es natürlich erstmal Essen. Da müssen wir auch schon irgendwann schlafen gehen nachher. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Oh Gott. Noch eine halbe Stunde fahren wir. Ein bisschen bewegen kann ich schade, wir können jetzt hier durch die Gegend an. Wir springen nicht durch die Gegend. Ich würde sagen, ich trinke. Was war deins? Was war meins? Was war meins? Ich hatte Yoda. Gut. Ein bisschen trinken kann ich schaden. Oh Gott, so. Und wie ist da so? Wir haben übrigens mal Plätze getauscht hier. Mhm. Er ist jetzt kurzzeitig mal in der Badewanne. Und wie ist da drin? Besser als da. Echt? Mhm. Hier ist dafür, finde ich, ziemlich weich. Aber egal. Okay. Wenn man mal so. Oh, komm, lass mal hier. Komm mal Marshmallow zu nehmen. Nachtisch. Mach keine Marshmallow. Nicht? Nee. Ich umso mehr für mich. Umso mehr für mich natürlich dann. Hm? Ich nehme eine Packung Smarties. Hast du Zeit? Also, kannst du es halten? Ja. Hey, ist wieder so warm hier, ne? Mensch, ich hab eine Idee. Lass mal Chubby Bunny spielen. Chubby Bunny, bitte was? Wer also viele Marshmallows, wer mehr Marshmallows im Mund hat, hat gewonnen. Okay, warte, müssen wir kurz die Kamera einmal hinstellen. Ich glaube, du wirst gewinnen, du hast einen Kamera. Packen wir die hin. Gott, das ist echt blöd mit der Kamera. Wo packen wir die? Ah, hier gibt es so schöne Boxen. Irgendwie, hier ist irgendwie Schminke von Mama. Nehmen wir jetzt einfach mal als Kamerahalter. Oder auch nicht. Doch, das geht.
So, setz ich mich mal hin. Schau, wie bei wow, man sinkt hier ja volle Kanne ein. So, jetzt sieht man uns auch gut. So, Ash, wir sind. Oh, das fällt euch nicht hier runter. Warte, nehmen wir mal hier raus. Gut, dann spielen wir jetzt einmal Tommy Bunny. Werde ich mal jetzt hier schaffen. So, eins, fangen wir an. Zwei, drei. Los. Ja, musst du sagen, Chubby Bunny. Erst Chubby Bunny sagen, dann bin ich dran. Chubby Bunny. Jetzt bin ich erst dran. Chubby Bunny. Du bist dran. Ich hab so verloren. Chubby Bunny. Guck mal, bist du weiter da. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Was sagst du? Nochmal bitte. So ist das. Der ist noch nie im Leben richtig drin. Ich mache einfach den vierten. Chubby Bunny. Und jetzt ist auch noch mehr bei mir schwer. Ich bin auf fünften. Chubby Bunny. Noch einen sechsten. Ich kann nicht mehr geben. Chubby Bunny. Noch ein Süß. Ja, will ich auch mal ausspucken. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, das war mir zu viel. Das waren wie viel? Sechs? Ja. Ich hatte vier. Auf jeden Fall, das war ein eindeutiger Sieg für mich. Boah, meine Augen fangen langsam an zu tränen, aber ich glaube, es geht wieder. Ah. Oh Gott, ich glaube, so noch viele Überraschungen hatte ich lange nicht mehr. Wie viele hast du? Mund. Also sechs oder sieben, ich glaube, es waren sechs am Ende. Nur? Ja. Aber dein Mund war da extrem voll. Stimmt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, jetzt essen wir einfach nur so normal ein paar. Ja. Weil so essen ist natürlich leichter. Anstatt, dass man den ganzen Mund davon voll hat. Nehmen wir nochmal kaum. Nehmen wir es mal. Ich glaube, die Waffen fallen hier weg runter. Ja. Oh Gott. Ich glaube, ich muss jetzt erst mal kurz das Waschbecken sauber machen. Hä? Aha. Das sehen wir uns gleich wieder. Und hier jetzt fleißig, was ist das? Zombie-Tsunami, ne? Mhm. Oh ja, da schwöre ich jetzt auch ein bisschen Handy hier und. Oh, ich muss sagen, ich fühle mich ziemlich voll gerade. Also, wir haben echt so viel gegessen, glaube ich. Das, oh Gott. Also, für so viel wie wenig Bewegung. Ja, schau mal, die kann man aus, die sind noch ein paar da. Willst du eine? Danke. Ja. Gut, die müssen doch weg, weil sonst die werden bestimmt schlecht. Nein, keine Ahnung. Oh. Auf jeden Fall habe ich eben noch ein bisschen YouTube hier geschaut. Wie eigentlich immer, ich gucke halt auf YouTube. Und Mario gespielt. Wollen wir denn nochmal irgendwann nachher Plätze tauschen? Nicht? Okay, ich glaube, Ash mag hier die Badewanne. Mein Trinken ist auch schon hier fast leer. Oh nee, nicht mehr viel drin. Schade, ist wohl leer. Okay, jetzt müssen wir die leeren. Ich fange einfach die leeren rum hier hin. Oh, hier liegt ein Marshmallow noch rum. Toll. Egal. Wollen wir dann auch spielen? Spielen? Ah, was? Ja. Was du denn hier? Langsam. Ja, nein, wir müssen auch nicht. Das ist schon spät. Nein. Zehn. Ja, zehn. Mhm. Müssen wir nicht ins Bett? Also erst auf jeden Fall. Nee. Ja, was? Aber du musst... Was? Stopp. Wie? Was? Sollen wir jetzt echt schlafen gehen? Mhm. Halt, stopp. Ich will noch mal eine Decke fehlt noch. Hier noch ein Kissen. Oh nein. Oh. Zwei Decken noch. Das heißt, Ash... Alles erst mal aufräumen, Zähne putzen und dann kommen die Decken. Kann man sich noch was nehmen, ne? So, schon jetzt. Hm, ja. Der Ash muss auch raus. Au. Aha. Ihr tauscht die Plätze hier. Das ist ein bisschen eng hier, ne? Ja. Ihr tauscht mal die Plätze hier. Und ich kann da nicht schlafen. Ja, aber ich glaube, du kannst hier besser... Hä? Ich seh nichts mehr. Mach noch kurz an. Ich glaube, Ash, du kannst hier besser schlafen, als ich hier. Nee, warte, wir. Ist doch falsch. Auf. Er kann besser, als ich hier schlafen. So, ja. So heißt das. Ich kann nicht mehr reden. Handy weg. Zähne putzen, komm. Ja. Hä? Ich sehe nichts. Oh, hey, hey. So, das Essen kommt weg. Und hier oben rein. Das ist lecker, jetzt kommen die nicht raus.
So, haben wir auch so. Und da auf zwei Kissen sollen wir schlafen? Mhm. Schlafen wir im Sitzen auf dem Klo. Im Sitzen auf dem Klo. Ja, warum nicht, ne? Ja. Gut, dann habe ich jetzt hier meinen Schlafplatz wieder erobert. Yeah. Ja. Also mehr oder weniger erobert. Ah. Wir müssen jetzt beide unsere Zähne putzen. Ach ja, was lege ich mich denn jetzt schon hier hin? Dann putzen wir jetzt erstmal Zähne. Wow, 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 danke. Nice. Wasser hast du auch da. Das fickst du ganz schnell, das machst du jetzt nicht. Doch. Wenn du das anmachst, ne, dann stehst du hier. Und ich... Ja, dann kann ich deine Stelle schaffen. Nein. Ich trockne den ab. Ah, nee, so machen wir das nicht. Jetzt werden kurz die Zähne geputzt, muss natürlich auch sein. Und Zähne putzen. Nein, dein Zahn muss noch machen. Nee, das mach ich selber. Kannst du kurz die Kamera abholen? Nee, ah, egal. So. Arm ist das fest. Jetzt werden die ganz fleißig Zähne geputzt. Vorführeffekt. Jetzt müssen wir nochmal 3 Minuten warten, glaube ich. So. Also, was heißt warten? 3 Minuten Zähne putzen, yeah! So, und fertig. Jetzt geht's ins Bett. Schlaf gut. Ja. Gute Nacht. Aber wo sind so. Die Knicklichter? Was war Knicklichter? Oh. Lass mir die Knicklichter aus. Aber wir sollen schlafen gehen. Nee, Knicklichter. Ja, aber ist doch alles hell hier. Ich weiß nicht, dass das sieht aus. Gut, also, jetzt nochmal Instagram. Hey. Hey. Ich muss ein bisschen was auf dich drauflegen. Was finde ich die Knicklichter? Wahrscheinlich musst du hier ein bisschen was auf mich drauflegen, oder? Ich finde die Knicklichter das nicht. Ah, gefunden. Oh Gott. Kannst du das wenigstens wegnehmen wieder? Warte. Warte. Ich bin hier im Packesel oder was? Ja. Was tun wir jetzt? Was wird das? Knicklichter. Hier musst du einfach nur knicken. Ach so. Da war ja was. Ich bin ja verpackt. Hab ich ja ganz vergessen. Und? Hast du es? Die Dinge auf. Soll ich es noch was machen? Jo. Oh, okay. Kannst du dann halt die Sachen von hier runternehmen? Ja, genau. Nimm mal kurz weg. Und die Kamera kannst du auch kurz halten dann. Da setze ich mich mal hier ordentlich hin. Hä? Och nee, nicht sowas. Was filmst du denn da? Filmst du auf mich? Nee, auf die Dose. Vielleicht sollst du mal mich filmen. So. Och nee, wie kriegt man das denn da so auf? Ich hasse so eine Verpackung. Ah. Hätte ich noch was machen sollen. Also hier ist warte, warte, warte. Jetzt hast du die Kamera. Mhm. Gut, dann haben wir jetzt hier einmal so zum Zusammenstecken, zum Verbinden, so Verbindungsteile. Und irgendwelche Gebrauchszettel. Brauchen wir nicht. Oh mein Gott, wie viele sind das denn? Ja, aber lass die erstmal da drin. Oh. Kannst du kurz die Kamera nehmen? Wieso? Bitte. Warum? Nimm die mal. Wieso? Das nimm die. Wieso? Na, stopp. Auf. Stopp. Halt. Stopp. Raus kurz. Wo? Dann würde ich sagen, zeigen wir die einfach, wenn es dunkel ist. Beziehungsweise wenn das Licht hier ausgemacht wird und wir eigentlich schlafen sollen. Ja, ne? Ash macht sich gerade seinen Schlafplatz immer ordentlich, ne? Jo. Geht das? Ja. Ja, wird schon klappen. Bei mir geht es auch. Ich brauche noch einen Deckel. Ich glaube, Mama wollte mir einen holen kurz. So, packe ich die hier mal hier noch hin. Das war jetzt unauffällig. So, perfekt. Dann lege ich mich hier mal so hin. Das Kissen. Ruhig hier. Für nachts. Für nachts? Ah, genau. Mach was, mach was schnell aus. Boah. Das müssen wir dunkel auf jeden Fall mal zeigen. Mach was, mach was, mach was. Bevor Mama reinkommt. Schön. Okay. Ah, gut. Ich glaube, Mama kommt auch immer gleich. Hast du deinen Schlafplatz fertig? Ja. Gut. Ja, dann sind wir, glaube ich, schlaffertig, oder? Alles gemacht. Und dann können wir schlafen. Es fehlt halt noch die Decke. Bereit? Mäuse, du schläfst aber doch nicht so. Du stellst einmal dieses Kissen. Okay, jetzt kommen hier die Anweisungen von Mama, wie genau. Er hier gemütlich am besten stellt. Schläft. Guck mal, du kannst ja das gleich so hinstellen. So, hier schon mal dein Kissen. Einmal deine Decke. Und du brauchst auch noch eine Decke, ne? Ich habe ja eine. Wo? Darauf sollst du schlafen. Ach so. Du hast du doch natürlich noch eine Decke. Dann lege ich mich auf die Decke hier. Das ist hier unten doch nicht. Ah. Ja. Dann lege ich jetzt da drauf. So. So, perfekt. Lege ich drauf. Wie viele Stunden habt ihr noch vor euch? Nicht mehr viele. Ich will schlafen. Paar nur noch. Ich glaube, ja, einfach bis morgen früh. Ich brauche nur die nicht in Mama, nur die. Nee, für Max. Er hat gar keine Decke. Eine kleine Wolldecke oder so, nicht so eine Bettdecke. Ich habe keine Wolldecke mehr. Eine kleine Wolldecke.
Ich gebe dir einfach her, falls es warm wird, dann nehme ich die weg. Ach, ja. Okay, dann krieg ich doch noch eine andere Decke. Und jetzt krieg ich doch eine dünnere Decke. Jo. Tada. Tada, perfekt. So, jetzt habe ich auch eine Decke. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Ich mach Licht aus, ja? Jo. Zähne geputzt? Ja, klar. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Das erste Mal im Badezimmer geschlafen. Ja. Viel Spaß. Danke. Also wenn was ist, ruft ihr einfach, ne? Wir machen sind ja gleich hier. Wir schreien dann um unser Leben, ne? Schlaf gut. Danke. Mach kein Wasser an, da. Da trinkst du noch. Mach ich nicht. Bis dann. Oh, ist ja dann, ich mach muss im Schlaf. Aber gute Nacht. So, jetzt Licht aus, Ash. Hier, warte, kurz Handy, Licht. Handy. Warte. So. Jetzt. Würde ich sagen, halb kurz. Gib dir auch gleich welche her. Wollen wir alle machen, oder wie? Ja. Guck mal, was du filmst. Ich film schon richtig. Nee, ich bin nicht gleich drauf. So, Knickel Nummer 2. Wollen wir alle nehmen? Wir können ein bisschen rumschmücken, also ein bisschen alles ausschmücken hier. Gut. Na, mit der geht weg. Brauche ich jetzt da nicht. Erstmal. Können wir ein paar gleichzeitig machen? Oh, nicht so viele, ne? Ja. Gut, dann machen wir es einfach ein bisschen heller hier drin. Ohne Handytaschenlampe. Warte. Perfekt. Wo ist die Hänge? Ah, hier. So, jetzt nehmen wir auch noch ein paar. So, hier. Oh, ich leuchte jetzt schon. Perfekt, fertig. Lustig, das knickt so schön. Halt doch, knick, Lichter. Ja. Du hörst nicht Knicklichter. Möchtest du die irgendwie verbinden? Irgendwie umarmen oder so? Wie? Wir haben doch die Verbindungsteile. Möchtest du euch haben? Nee, ich weiß nicht, wie das geht. Nicht? Nee. Warte mal. So, perfekt. Vielleicht hier überall so frei hinlegen. Hier noch, so. Muss noch einer hin. Warte. Sollen wir kurz Taschen aber ausmachen? Wir müssen die hier so ein bisschen so verteilen. Soll ich kurz Taschen noch ausmachen? Und gucken, wer ist jetzt. Oh. Also man sieht, wo natürlich die sind. Aber wir brauchen definitiv noch mehr davon. Ja? Ja. Ja. Gut, das heißt, wir machen Taschenlampe an. Taschenlampe ist an. Warte, ich nehme die sonst so alle schon mal raus und tue die hier. Gut. Wollen wir alle anmachen? Nein, noch nicht alle gleichzeitig. Nee, haben wir schon viele. Gut, dann nehmen wir jetzt hier noch ein paar. Was ist das denn? Guck mal, was ist das? Weiß? Ja, oder blau. So, okay, das ist jetzt mal schön. So. Das klingt gar nicht laut. Das waren zu viele. Das kannst du aber laut sagen. Am besten nicht zu laut. Obwohl, ich glaube, ein paar sind unten. Und wenn die auf einmal so ein Knacken hören, weiß ich, ob das so gut ist. Ja, passt schon. So. Und uns dann hier noch mit Knicklichtern spielen sehen, ich glaube, es ist nicht so. Aber Knicklichter sind was Tolles. Das haben wir noch mehr. Begeistert. So, wo hast du noch? Wo hast du? Hast du alle? Gib mir mal ein paar davon. Die können auch kaputt gehen, ne? Warte, so. Gut. Lass die mal richtig, dass da kein Stück. Alles ist gelb zum Beispiel jetzt, ja? Mach ich. Bin dabei. Also, der hier ist schon mal ganz, ganz gelb. Dass die wirklich denn ganz gelb sind oder so. Oder ganz blau. So. Ey, das wird warm hier drin, ne? Ohne Witz. Ja. Die geht gar nicht an? Die hat keine Lust? Hä? Anscheinend nicht. Was ist mit der falsch? Ist kaputt?
Die läuft einfach nicht. Die ist jetzt nicht kaputt, oder? Was die eine leuchtet, hat keine Lust zu leuchten. Was hast du mit ihr gemacht? Auch nichts. Hast du die Wette durchgeschnitten? Die geht aber nicht. Das ist ein Schrott. Toll, toll, ich bin nicht da. Die nicht hier. Einfach gehen. So, wenn das nicht mal viele Glücklichter sind, ne, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich würde sagen, einmal noch kurz Akku aus. Ich meine Licht aus, oder? Warte, ich bin noch nicht fertig. Ja, mach einfach. Und dann, zack. Das sieht doch mal echt cool aus mit so vielen Knicklichtern hier. Ich habe wieder ein paar. Oh ja. Lass mal alle hier in die Badewanne tun. In die Badewanne? Ja, lass das mal machen. Leg die mal alle so. Verteil die mal. Oh ja, jetzt haben wir hier ein paar Knicklichter. Jetzt machen wir mal diesen Stab an. Oh ja, das ist ein Knick. Oh ja, das, wenn das nicht cool aussieht hier, ne? Da weiß ich auch nicht weiter. Aber lass. Ja, schreib mal in die Kommentare, ob es hier gut aussieht. Genau. Alter, verlassen das viele. Guck mal, jetzt nimm mal hier. Ich könnte die im ganzen Badezimmer so verteilen. Ich weiß zwar nicht, wo die landen, aber da hinten. Da hinten. Ich glaube, es geht eher in den Boden. Hier nochmal. Ich habe eine getroffen da. Die steht da drin. Da drin. Getroffen. Mach mal Licht aus. Aus. Mach mal aus. Aus. Und guck mal dann in die Zahnpasta. Halt da. Haha. Volltreffer. Das hier mal genial ist, ne? Ja, den Schornsteinring. Okay, ich warte mal, ich muss mal kurz aufstehen. Mach mal dein Licht aus kurz. Und so sieht es jetzt hier mit Knicklichtern aus. Aus. So sieht es jetzt hier mit den Knicklichtern aus. Also das ganze Badezimmer ist voll damit. Jetzt machen wir deins nochmal an, Ash. Ganz so, dass es nicht so blinkt. Einfarbig am besten, so. Genau, das sieht doch mal echt cool aus hier. Ja. Und jetzt sehen wir es nochmal bei Taschenlampenlicht. Zack. Oh, heftig. Oh ja. Wenn das hier mal ordentlich ist, ich würde sagen, jetzt sollten wir auch langsam mal schlafen gehen dann, ne? Und erstmal aufräumen. Aufräumen machen wir morgen. Ich meine schon, ja, 10:30 gleich. So, ich glaube, wir können langsam schlafen, ne? Wollen wir nochmal alle ins Waschbecken reinschauen? Das wird so heiß. Brauchen wir nicht. Ja gut, dann das schlafen. Komm, wir können jetzt aber schlafen gehen. So, ich schlafe jetzt aber auf diesen Dingern. Ein paar Nachtlichter haben wir auch. Ja, genau. Man sieht uns zwar jetzt nicht mehr so krass, aber. Wo ich überwissen hier? Hä? Ich habe was nicht mehr berührt. So, damit man mich vielleicht sieht hier. Ich würde sagen, gute Nacht jetzt hier an der Stelle. Gute Nacht, Ash. Nimm mal so ein grünes, die sind am hellsten. Schlaf schön. Ja, gute Nacht. Oh. Warte, damit man uns auch einmal sieht. So, wir schlafen jetzt hier ein. Hoffentlich schlafen wir gut. Ja. Gute Nacht, Ash. Ja. Leg dich mal hin. Hinlegen, nicht spielen. Ich glaube, du sollst ja am ehesten schlafen. Ne? Oh, da ging die Taschenlampe aus. Okay, schlaf gut. Bist du eingedeckt? Ja. Perfekt. Ach, nicht stoßen, dann muss ich jetzt auch nochmal zudecken. Mhm. Und dann gute Nacht. Nacht. Zudecken. Gute Nacht. Ich habe die Kamera gefunden. Wollen wir Licht anmachen? Nein. Guten Morgen! Psst. Männer! Guten Morgen! Habt ihr ausgeschlafen? Was haben die hier Cooles gemacht mit diesen Stäbchen? Nein, Licht an, nein, ja. Kein Licht, das ist zu hell. Ah! Was macht ihr? Guten Morgen! Morgen! Morgen. Wie spät ist es denn jetzt? Ja, wir haben ja. Habt ihr gut geschlafen? 20 nach 7. Sind 24 Stunden schon um? Ja, fast. Sind wir entlassen? Das richtige Bett gehen? Sind wir entlassen? Die Verrückten haben 24 Stunden hier verbracht. Ja, echt. Sind wir entlassen?
Entlassen? Wohin denn? Ist die Tür schon wieder auf? Frische Luft. Seid ihr nicht mehr eingeschlossen? Nee, seid ihr nicht mehr eingesperrt? Seid ihr nicht mehr eingesperrt? Nein. Frische Luft. Ich bin müde. Komm mal raus. Ja. Frische okay. Luft. Also, aber wenn wir müssen die 24 Stunden noch voll machen. Dann, ne? Ja. Wann haben wir angefangen? Genau halb acht. Ja, das passt schon. Die 5 Minuten. Komm raus. Oh. Ja. Oh Mann, ist das hier. Ja? Raus? Ja, raus. Okay. So, raus, wartet raus. Mal. Hier, noch eine Abmoderation, ne? Warte. Max, hast du auf den Stegen geschlafen? Ja, so halb. Also nicht direkt. Und Hauptsache Handy ist an. Ja, nee. Achso, das sah eben so aus. Habt ihr denn gut geschlafen? Ja. So. Okay. Und? Wie war das Abenteuer? Warm. Ja. Warm. Ist das warm? Warte, ich mach mal Licht an. War echt, das war ein... Hab ich das Licht angemacht? Ja, war super. Viel Licht angemacht. Okay, so. Das war dann eure 24 Stunden eingesperrt im Badezimmer. Hat aber Spaß gemacht. Nächstes Mal sind wir dran. Ja, genau. Nächstes Mal seid ihr dran. Nee. Doch, ihr macht das auch so. Hier. Ihr schreibt's rein, wenn die beiden das auch machen sollen. Ja, wenn sie beiden das machen sollen, schreibt es unten in den Kommentaren. Und lasst ein Like da. Das machen die. Ja. Schaffen wir? Meint ihr, schaffen wir auf diesem Video die 1000 Likes? Echt? Kann Wie bist du denn drauf? Ja, weiß ich auch nicht. Kaum aufgewacht und schon hier was von Likes und Kommentare. Und das. Mal sehen, ob ihr die 1000 Likes schafft. So, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ach so, und Daumen runter wollte ich jetzt. Mach mal Daumen runter. Ach so, und denkt dran, Daumen hoch, gebt dem Video einen Like, wenn ihr es gut fandet, und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.